Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem weiteren Mega-Opening. Zuerst einmal möchte ich mich entschuldigen, dass vor allen Dingen bei den Folgen-Neuzugängen zuletzt nicht viel gekommen ist. Ich habe zwar schon vieles vorgedreht, sage ich jetzt mal, aber wir warten ja immer noch auf die Jubiläumsfolge 100 und da wollte ich natürlich was Besonderes haben. Eigentlich hätte ich gerne ein paar Retro-Pack-Secrets gehabt, habe auch eine ranbekommen. Allerdings habe ich jetzt vom lieben Michael auch einen Riesenstapel Jump-Karten bekommen und ich habe mich dazu entschieden, diese Jump-Karten zu zeigen. Und dementsprechend die Sendung von Eduard, wo Teil dieser 100. Folge werden sollte, als normale Folge zu bringen. Das heutige Mega-Opening kommt auch vom lieben Michael. Eigentlich hatte er gar nichts mehr für mich. Er hat gesagt, er hat alles verkauft, was er zu verkaufen hatte. Den Rest wollte er selber behalten, aber scheinbar ist doch noch was aufgetaucht. Es wird wieder ein relativ kleines Mega-Opening, aber dafür wieder ein sehr tolles. Und ich würde sagen, auf meiner Speicherkarte haben wir noch 18 Minuten und ich hoffe, dass wir ohne Cut das in 18 Minuten durchboxen können. Anfangen will ich natürlich wieder mit besonderen Raritäten, irgendwelchen besonderen Commons Rares und Gold Rares. Und da haben wir zuallererst den Cyberstein, den ich übrigens als allererstes auch für die 100. Folge Neuzugänge haben wollte, als Preiskarte, weil bei meinem Händler liegen ja noch zwei Stück für mich. Aber das war dann wohl so nicht möglich zu dem Zeitpunkt. Vor allen Dingen meldet er sich gerade überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was da los ist. Er war zuletzt irgendwie im Krankenhaus gelegen. Jedenfalls Cyberstein hier in Rare. Der geht ja auch einiges. Ich glaube 4 Euro oder so. Das ist auch schon relativ happig für eine Rare. Ist auch der einzige Print, wo er normal erhältlich ist. Dann haben wir in Gold Rare den fünfköpfigen Drachen. Leute, tut mir leid, aber ich habe echt heute was mit dem Hals. In dem alten Gold Rare aus GLD4. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr cool. Weiter geht's mit ist ein bisschen schwierig heute, so. Weiter geht's mit Kaios, dem Schattenmonarch aus GLD2. Dieses alte Gold Rare ist einfach wunderschön. Ich liebe es. Also das alte, da kann man nichts gegen sagen. Es passt eigentlich auf jede Karte. Dann haben wir den Chaos Sorcerer, der ist auch in Gold, allerdings ist das wesentlich dunkler, weil das Ami ist. Oder Englisch, je nachdem. Dann haben wir auch eine sehr coole Karte, nämlich Prometheus, König des Schattens. Auch eine richtig, richtig coole Karte. Da passt auch das Gold richtig gut dazu, weil er auch so eine goldene Rüstung hat. Und die letzte Golde ist die Chimera Tech Überdrache. Auch sehr, sehr schön zum Ansehen. Extrem cool. Dann kommen wir zur nächsthöheren Rarität und das wären dann die Super Rares. Da ist der Stapel schon ein wenig dicker. Da haben wir König Dragoon aus Flaming Eternity. Der war, glaube ich, mal sogar was wert. Ist zwar schon ein bisschen länger her, ich weiß gar nicht, ob der noch was wert ist. Ich glaube, der war mal 4-5 Euro, war der schon mal wert. Ein Super Rare, aber der ist hier zweimal dabei. Genau. So. Dann haben wir den Reap of the Nightmare First aus PGD, also Pharaoh and the Guardian, ist ja hier niemals rausgekommen. Auch zweimal vorhanden. Dann haben wir eine Karte, die ich auch schon relativ oft habe, der Barrel Dragon. Richtig cool. Aus DL1. Zweimal in Super Rare. Auch eine Karte, die bei Sammlern sehr beliebt ist. Ein Jinzo Lord aus LODT, Light of Destruction müsste das, glaube ich, sein, wenn ich mich nicht täusche. Oder Legacy of Darkness. mein Gott, was laber ich eigentlich? LOD ist, glaube ich, Legacy of Darkness. Oh, Leute, verzeiht mir, ich bin echt durch den Wind. Jinzo Lord, auch ein etwas älterer Support für Jinzo. Der neueste ist, glaube ich, Jinzo Jector. Dann haben wir Behemoth, the King of All Animals, aus Flaming Eternity, Englisch und First. Dann natürlich aus der Collection Tin 7 haben wir Exodius, den ultimativen verbotenen Lord. Auch eine coole Karte. Eine coole Promo gewesen damals. Dann haben wir hier schön einen Pinguin-Soldat. Auch cool, auch First. Deutsch und auch wirklich in einem Top-Zustand. Geht halt absolut gar nichts, die Karte. Sie ist zwar echt klassisch und episch, aber sie geht halt 2 Cent oder so. Das Schwarzer Glanzritual. Dann die hier, von denen habe ich jetzt vom lieben Erik erst 10 Stück bekommen. Die seht ihr dann in der 101. oder 102. Folge Neuzugänge, ist auch schon abgedreht. Der DDS Salient aus DBT, da gab es auch noch Emis, der, oh Gott, Unendliche, glaube ich, heißt der. Dann aus dem Duelist Pack Battle City haben wir den Dunklen Magier.
in Super Rare. Natürlich im neuen Layout. Dann der Goblin Elite Angriffstrupp in Super Rare. Der totale Abwehr Shongun in Super Rare aus DB2. Den gibt es ja sonst, glaube ich, nur aus der Collection Tin in Secret. In Super sieht er auch richtig cool aus. Dann haben wir den Möbius, den Frostmonarchen aus Sword of the Duelist in First. Auch cool. Das sind die ganz alten Monarchen gewesen. Die waren richtig episch. Dann Siegreiches Licht aus LODT. Dann haben wir Grandmark der Erdmonarch aus Dark Revolution 3. Dann haben wir den Gefängnisuhrturm aus Enemy of Justice. Das ist eine Karte, die ist richtig, richtig gehypt gewesen damals durch den Anime. Dann haben wir Reload aus Invasion of Chaos. Ist auch eine sehr coole Karte, wäre auch ziemlich random aus dem Set gewesen. Genauso wie DD Designator. Aber auch aus Invasion of Chaos, das war so die random Holo, die keiner haben wollte. Dann Karten der Heiligkeit aus The Lost Millennium. Eine sehr schöne Zauberkarte, die ich finde. Das geflügelte Kuribo, First, aus The Lost Millennium. Dann aus Shadow of Infinity, Ruin, Königin des Vergessens, ebenfalls First. Aus LOB und Unlimitiert haben wir den Menschenfresserkäfer. Auch in einem sehr, sehr guten Zustand. Na, man sieht es richtig schön. Gefällt mir. Dann haben wir wieder einen Monarchen in First, nämlich Zabrok, the Thunder Monarch. Monarch, wird das wohl ausgesprochen? Monarch, aber in Englisch. Aus AST. Dann haben wir den keltischen Wächter aus LOB. Der ist leider Gottes ziemlich angefressen. Der wird wohl in den Tradebinder wandern. Schade eigentlich. Dann haben wir den rotäugigen schwarzen Drachen in Super Rare aus dem Duelist Pack. Dann haben wir den Diveran Dimension Dragon aus Dark Crisis. Auch in First. Und jetzt rutschen wir das mal so ein bisschen hin. So. Und dann haben wir ebenfalls in First aus Dark Crisis Dark Flare Knight. Dann das dunkle Magiermädchen aus dem Duelist Pack. Dann aus Shadow of SOD, nee, Soul of the Duelist, mein Gott, haben wir dann die Halbschattenkrieger-Lady. Und dann First of Dark Crisis Super Rare Lady Warrior Lady. Auch mega, mega cool. Und das war's mit den Supers. Jetzt kommen wir zu den Ultra Rares. Da haben wir zweimal den Cyber Laser Drachen. Von dem habe ich mir auch einige in Ultimate rangeholt. Sehen wir auch schon ziemlich bald in der übernächsten Folge Neuzugänge. Oder übernächsten, je nachdem. Sehr, sehr cool. Sehr episch. Gefällt mir richtig gut. Auch in der Ultra Rare sieht das sehr schön aus. Aus Shadow of Infinity First. Dann haben wir zweimal den Barrel Dragon. Beide aus Metal Raider. Deutsch, sehr guter Zustand, aber halt unlimitiert. Mega cool. Der wird wahrscheinlich in First auch einiges wert sein. Unlimitiert ist das, glaube ich, gar nicht so viel wert. 2 Euro vielleicht oder so. Dann haben wir den Eindringling der Finsternis aus der The Lost Millennium Special Edition. Ich glaube, dreimal müsste der da sein. Ja, genau. Den haben wir hier dreimal in Ultra. Auch richtig cool. Dann haben wir Receive, oder Receive wird da, glaube ich, ausgesprochen, oder Receive. Die finstere Existenz, den gibt es ja auch in Ultimate Rare. Richtig cool. First haben wir hier auch zweimal First aus The Lost Millennium. The Lost Millennium, das war, glaube ich, noch so ein Mischmasch-Set aus etwas älteren Karten, die noch aus Yugis Zeit stammen und den ersten GX-Karten, wenn ich mich nicht täusche. Richtig cool, weil die Karte kam ja noch im Original-Anime vor, soweit ich weiß. Dann haben wir den obligatorischen schwarz glänzenden Soldaten, und zwar als Playset. Ja, damals war die sehr begehrt aus dem Starter, heutzutage hat sie einfach mal jeder. Ich habe sie mittlerweile auch zum Baden gehen sozusagen. Dann haben wir das Ende von Anubis, ebenfalls aus der The Lost Millennium Special Edition, ebenfalls als Playset. Ich muss mal gucken, wie viele ich mittlerweile von denen habe. Wenn es genügend sind, werden die wohl, je nachdem wie viele sie wert sind, entweder in den Tradebinder kommen oder eben in den Koffer, den ich dann nächstes Jahr verkaufe. Dann haben wir richtig cool Injektionsvieh Lilly. Das Einzige, was stört, ist halt hier oben diese Abnutzung, aber es reicht halt noch, um in die private Sammlung zu kommen. Für die offizielle reicht es leider nicht mehr. Aber trotzdem eine sehr, sehr schöne Karte. Muss man darauf hinweisen, die Karte ist zensiert, ne? Aber die Originalkarte, die original japanische, hat hier statt Herzen Kreuze, so Rot-Kreuz-Kreuze. Wobei ich das mit den Herzen ehrlich gesagt wesentlich besser finde von der Optik her, muss ich fast schon sagen. Dann haben wir das geflügelte Kuribo Level 10 aus Cybernetic Revolution. First, Ultra Rare.
ein Elemental Blade Edge aus dem Starterdeck in First. Ein tausendäugiges Opfer aus Dark Beginning 1, das ist schon ein bisschen was wert, ich glaube 9 Euro oder sowas. Dann ein dunkles Magiermädchen mal wieder aus den Yugi Legendary Decks. Ups. Ein Elemental Held Rampant Blaster, ebenfalls First aus Elemental Energy. Ein schweigsamer Schwertkämpfer Level 5 aus Flaming Eternity, First. Das war das letzte Yugi Booster, glaube ich. Ups. So. Dann haben wir den mystischen Schwertkämpfer Level 4, First aus Soul of the Duelist. Die waren auch echt cool, die Schwertkämpfer. Dann haben wir die Insektenprinzessin aus Invasion of Chaos, sogar First. Ich muss mal gucken, was die geht. Die lege ich mir mal zur Seite. Ich glaube nicht viel, aber ein bisschen mehr auf jeden Fall als die Unlimitierte. Schon. Dann haben wir aus RDS, was war das nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Tut mir leid. Auf jeden Fall aus RDS in First. Richtig cool. Dann haben wir die Insektenkönigin aus Dark Beginning 2. Ist auch eine richtig epische Karte vom Artwork her, muss ich sagen. Ist auch meine persönliche Lieblingskarte von Weevil damals. Sehr cool. Dann haben wir die perfekte ultimative große Motte. Ebenfalls aus Dark Beginning 2. Die gibt es ja auch aus DOD, glaube ich, war das. Oder war das ROD? In Prismatic Secret Rare. Dann haben wir den mystischen Schwertkämpfer Level 6 aus RDS. Auch First. Herrgott. Dann haben wir Kaios, den Schattenmonarch. Kennen wir ja, ist ja Standard. Aus dem Starterdeck. Dann haben wir die Big Shield Gardener. Also die Großschildwache aus Dark Beginning 1, auch cool, richtig fett die Karte. Ein super antikes Dino-Ungeheuer. Wundert mich halt, dass die damals als Holo geprintet worden ist. Die gibt es ja auch als Ultimate Rare. Als Kamen hätte sie eigentlich gereicht, ne? Oder als Super Rare vielleicht. Dann richtig, richtig schön einen Cyber-Enddrachen First aus Cybernetic Revolution. Sehr, sehr coole Karte, sehr schön, gefällt mir extrem gut. Dann haben wir eine gefährliche Maschine Typ 6. Die gibt es ja auch in Ultimate Rare. Ist auch eine richtig sexy Karte. Dann haben wir den Rückstoßdrachen aus AST Unlimited. Hier was richtig Besonderes. Ein Buster Blader aus dem Anniversary Pack von Katsuki Takahashi. Persönlich gezeichnet. Seine Unterschrift finden wir hier unten. Allerdings relativ dunkel. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Ein bisschen. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Von dem habe ich noch gar nicht so viele. Dementsprechend freut mich der hier besonders, dass er hier dabei war. Dann natürlich der Magier des Schwarzen Chaos aus den Yugi Legendary Decks. Ein Schicksalsenddrache aus Light of Destruction, First. Ein dunkler Magier, unlimitiert aus dem Starterdeck. Wenn der First wäre, dann wäre er richtig teuer. Dann würde er bei 23 Euro, wenn ich mich, glaube ich, nicht täusche. Also wenn der letzte Wert, den ich ermittelt habe, als ich damals die Folge gemacht habe, noch stimmt, wäre er dann 23 Euro wert. Aber das ändert sich ja ständig, aber richtig cool. Dann Erzlord Zerato, auch eine sehr, sehr coole Karte, eine meiner Lieblingskarten aus AST, einfach wegen diesen neongrünen Flügeln, sowas habe ich vorher noch nicht gesehen gehabt bei Yu-Gi-Oh! Dann der perfekte Maschinenkönig, auch richtig cool. Ein Chitonian Imperator Drache, auch in First aus Tactical Evolution. Ein Gear Golem of the Moving Fortress, First aus AST. Ein Chimeratech Überdrache. Ebenfalls First, also hier ist ziemlich viel First-Stuff dabei, den haben wir gleich zweimal. Dann ein Five-Headed Dragon. Das Interessante hier ist, dass der nicht irgendwie aus einem Ding kommt, also der ist ja aus den USA oder aus England. Und der kommt nicht aus der Legendary Collection oder sonst woher, sondern aus SD09, also wahrscheinlich irgendeinem Starter-Deck. Richtig cool. Dann Debil Macera aus TLM, auch richtig cool die Karte. Habe ich schon lange nicht mehr gehabt in dem Mega-Opening. Und zu guter Letzt, Yobel Terror Incarnation. Auch nice, gibt's auch in Ultimate Rare. Finde ich übertrieben fett, die Karte. Dann geht's weiter mit den Secrets, und das sind wirklich wenige. Da haben wir nämlich hier bloß als Playset den Horus der Schwarzflammendrache Level 8. Ja. Dann einmal, oder zweimal war es, glaube ich, Invader of Darkness in Secret Rare. Aus Invasion of Chaos. Und zu guter Letzt, fand ich richtig cool, ist zwar gar nichts wert, aber ich finde die übertrieben fett, die Karte. Finsterer General Freed. Die sieht so krass aus in Secret. Ich mag die Karte unglaublich gern. Echt cool. Weiter geht's mit dem letzten Stapel, und das sind die Ultimate Rares. Als Ultimate haben wir zweimal Ninja Grandmaster Sasuke. Zweimal. Ja, auch richtig, richtig fett.
Dann VW XYZ Drachenkatapultkanone, ebenfalls zweimal. First aus Elemental Energy. Dann auch hier oben wieder mit einer Abnutzung, die sie leider für die öffentliche Sammlung unbrauchbar macht, aber dafür für meine private noch. Das ist der Baby-Spieldrache der Harpien. Richtig cool. Dann Silent Swordman Level 3 First aus RDS. Richtig cool. Dann einen Ritter des Königs aus Elemental Energy First. Sowie einen Ritter des Buben aus Elemental Energy First. Und das sind, glaube ich, Karten, die gehen auch ein bisschen was. Ein paar Euro gehen die sicher. Dann hier eher wieder so Random Stuff. So die Random Ultis, Kettensäge, Insekt zum Beispiel. Oder Inishi, Sheens Kanzler. Dann haben wir den Super Vehicroid Jumbo Drill. Ist auch eine relativ coole Karte. Hier sehr schön Elementarheld Dark Neos. Richtig cool die Karte. Da war der Ultimate Effekt aber noch nicht so übermäßig ausgeprägt, aber richtig cool. Dann haben wir den UFO-Roid. Nochmal den Goblin Elite Angriffstrupp, den wir auch schon als Super Rare gesehen haben. Dann Sasuke Samurai Hashtag 4. Dann nochmal der Behemoth, König aller Tiere. Richtig cool in Ultimate. Ich glaube, in Ultimate habe ich den sonst noch gar nicht. Ich habe den zwar dutzende Mal in Super Rare, aber Ultimate? Müsste ich mal gucken. Dann der, Fusilierdrache, die Doppelmodus-Bestie. Oh mein Gott, was ist denn das für ein Name? Auch eine uralte Karte, aber. Dann haben wir hier nochmal Reshief, die finstere Existenz in Ultimate. Dann hier mega geil, ohne Witz mega geil. Ich liebe diese Karte, so abgrundtief. Das ist Dunkelklinge der Drachenritter. Also eine Fusion aus dem pechschwarzen Drachen und Dunkelklinge. Ich mag diese Karte so unglaublich. Die sieht so fett aus, vor allem in Ultimate Rare halt. Ne? Gibt es ja auch noch einen Rare, soweit ich weiß. Dann haben wir hier einen Schicksals-Enddrachen in Ultimate Rare. Auch mega cool. Einen Schnellfeuermagier aus Elemental Energy. Ebenfalls in First. Dann majestätischer Mech Goryu. Und zu guter Letzt die Cyber Prima. So. Das war's mit dem Video, das war das Mega-Opening. Wir sind sogar unter 20 Minuten geblieben. Ich hoffe, euch hat das Video genauso gut gefallen wie mir. Wir sehen uns dann zur 100. Folge Neuzugänge, zur Jubiläumsfolge, welche eine Only-Jump-Karten-Folge wird. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann nächste Woche zum Video. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.